So, einen Moment noch. Ja, ich bin sofort da. Einen Moment, ich muss kurz den Aschenbecher holen. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Ich habe ja gesagt, ich bin Gönner. Ist wirklich wahr, ja? Gönner, hochbegabt. Ich sag euch was, die anderen da draußen, die ganzen anderen Gönner, es gibt auch ganz viele Hochbegabte, so wie Bushido zum Beispiel, ja? Die haben den Auftrag, ihr Gönnerpotenzial zu vertuschen, ja? Aber ihr seht selbst, wie verdammt intelligent ich bin, ja? Die sind genauso wie ich. Die müssen das vertuschen und die dürfen euch nichts geben. Das ist Vorgabe vom System, ja? Weil ihr darunter keine Gönner seid, ja? Und es ist tatsächlich wahr, dass man euch verarscht und man hat euch keiner gesagt, dass es im Verstand des Betrachters liegt. Nur ich habe euch das gesagt, ja? Genau. Und für die Einhaltung, für die Hochbegabten, ja, weil ich weiß nicht, wer das vorgibt von den Gesetzgebern, ja. Es können natürlich auch irgendwelche Höhere sein, das muss nicht unbedingt die Politik sein, aber irgendeiner gibt das vor, ja, was passiert, ja. Und das ist natürlich ein riesen Thema jetzt, wenn ich euch das mal so erzähle, ja. Ich bin nicht Jesus oder Gott oder sonst irgendeiner oder ein Zauberer oder einer. Es gibt ganz viele Gönner. Ich spreche die Wahrheit hier nur aus, wie sie ist, ja, weil ich bin es wirklich und ich habe es auch in einem Video, da habe ich schon richtig aggressiv reagiert. Und normalerweise müsst ihr das glauben, jetzt so langsam, ja. Und glaubt mir, da draußen gibt es ganz viele von denen, die auch Gönner sind, ja. Aber man darf euch nichts abgeben, weil man mit euch Menschen arbeitet. Versteht ihr das? Ne? Weil Mensch, den ich was abgibt praktisch, wenn ich ein Gönner bin, ob es Jeff Bezos ist oder so, ne? Ist ja egal wer. Das sind alles Gönner, ja. Die dürfen denen aber nichts abgeben. Ne? Diesen Leuten. Klar, die Elite für sich, die Richter und was weiß ich, die Ärzte, wenn die jetzt wenig Geld machen würden, weil ich sagen würde, jetzt ist keiner mehr behindert, jetzt will keiner mehr kriminell sein, dann sammeln die kein Geld mehr ein, weil die nicht mehr mit den Menschen arbeiten können, ja, wenn auf einmal keiner mehr behindert ist. Und dann würden die, wenn sowas eintreten würde, dann würden die vielleicht Hilfe kriegen von diesen Menschen, ja. Also, das heißt, die würden sich immer noch finanziell über Wasser halten können, ne? Aber eigentlich dürfen die das nicht, weil so die Vorgaben sind von irgendwelchen Leuten. Und das soll so wenig wie möglich die dümmere Klasse auf keinen Fall mitkriegen, dass es ganz viele Gönner gibt, ja? Das wird vertuscht. Wird einfach vertuscht. Ja, und mit mir hat man gesagt, guck mal. Ne, guck mal. Der Marco ist ein Gönner, ja, und dann tun die so, als sind das alles selber keine. Jetzt sage ich euch mal was, eine Radiomoderatorin. Jeff Bezos war in Holland, hat sich ein Riesenschiff gekauft, ja, und weil er unter der Brücke nicht herkam, um aufs Meer zu kommen, er konnte mit dem Schiff nicht raus, ja. Die Radiomoderatorin hat so darüber gesprochen. Ja, Jeff Bezos, ganz cool, hat er seine Mastercard oder seine Mastercard oder so. Und ich hatte die gesagt, ganz cool, seine Mastercard. Und dann haben sie mit dem Stadtrat gesprochen oder so, ne? Wird alles für ihn gemacht, ne? Kein Problem. Wie hat die das ausgesprochen? Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Die Radiomoderatoren unterhalten sich live mit Musiker. Mit Musiker, die reich sind, Millionen haben. Wie viel verdient die Radiomoderatorin? Überleg doch mal. Die Radiomoderatorin kann gönnen. Versteht ihr das? Jeff Bezos, cool, seine Mastercard raus, alles erledigt mit dem Stadtrat, ganz cool, fährt er jetzt aufs offene Meer. Die kann gönnen, so wie ich. Versteht ihr? Wir sind andere Menschen, wir sind nicht der Abschaum. Ja? Und jetzt warte ich immer noch auf die Anerkennung. Ja, Radiomoderatoren unterhalten sich mit Millionäre und die tun nicht so, als wenn nichts wäre. Bei denen ist nichts, weil das Gönner sind. Ganz einfach. Auch wenn die Radiomoderatorin nur einen Balkon hat angeblich, ja, aber hat sie nicht. Die verdient auch ihr 10.000 im Monat.